Seit langem unterrichte ich mit großer Freude und insofern ist dieses Büchlein, was 2012 erschienen ist, auch den Studierenden aus mehr als 4 Jahrzehnten, kannst kaum glauben, gewidmet. Unterrichten war und ist für mich Wegbegleitung, Gespräch über all das, was ich selbst ebenso tun muss wie der von mir Lernende. Die Sprache ändert sich mit den Orten und den Menschen. So empfand ich es immer als erfrischend, an verschiedenen Orten lehren zu dürfen, Frankfurt, Köln, Salzburg, Zürich, Helsinki, heute in Karlsruhe. Manchmal fühle ich mich wie auf einem Globus unterwegs, immer beim Versuch, den anderen zu treffen. Gemeinsam wollen wir zum Mittelpunkt, zum Zentrum gelangen, doch weiß ich nie wirklich, wo der andere gerade mit sich selbst unterwegs ist. Versuche immer wieder andere Worte zu wählen, hoffe, mit anderen Sprachbildern besser verstanden zu werden, rufe dem anderen zu, mir doch mit seinen eigenen Worten zu bedeuten, wo er ist, was er fühlt und versucht. Die Wege zueinander auf dieser äußeren Hülle sind unterschiedlich lang und nicht einsehbar. Im Zentrum angekommen, ist der Weg überall hin gleichermaßen kurz und einfach. So versucht man vieles bewusst zu machen, was doch wieder unbewusst werden muss, um gelingen zu können. In meiner Kölner Zeit enthielt ich mich immer 2 Tage des Unterrichtens vor Konzerten, um selbst zu vergessen und wieder zu mir selbst zu gelangen. Warum ist Unterrichten schwer? Man kann über das eine reden und über das andere. Aber in der Kunst gilt es, permanent Gegensätze zu leben, Leidenschaft und Disziplin, Bewusstheit und Unbewusstheit, Texttreue und Freiheit vom Text, Genauigkeit des Augenblicks und überfliegende Energien, zentrale Kraft und Leichtigkeit, Gespanntheit und Beweglichkeit, geformte Attacke und weiches Lösen. Das Piano im Forte wie das Forte im Piano. Links und rechts wie auch oben und unten. Das Ritardierende im Accelerando wie die weiterströmende Energie im Ritardando. Nehmen und geben, Selbstbewusstsein, Selbstlosigkeit. Zuhören und zum Zuhören bringen. Offen suchen, aber entschieden tun. Immer geht es darum, Balancen zu finden innerhalb des Werks selbst, zwischen dem Werk und mir, zwischen dem Partner und mir, zwischen Erleben und Technik, ein körperlich-geistig-seelischer Prozess, eine stete Herausforderung im Gelingen, immer wieder ein reiches Geschenk. Für mich liegt darin das Vergnügen, einen künstlerischen Beruf zu haben. Lied ist für mich wie eine Landschaft, die ich kennen und lieben gelernt habe, die mir vertraut wurde. Doch den Weg durch diese reiche Gegend kann ich immer wieder selbst wählen, bei wechselndem Licht und in anderer Luft, eine Reise zu ständig neuen und unverhofften Erfahrungsabenteuern. Kunst und Politik, einige kurze Erinnerungen. Da quälten wir uns, die Jerusalemer Meisterklasse für deutsches Lied in Englisch zu unterrichten. Die eigenen Gedanken gehen einfach schneller als die andere Sprache. Doch am 3. Tag, als Vertrauen geschaffen war, sagte die israelitische Sängerin, wir könnten ruhig Deutsch miteinander sprechen. Ihre Familie käme aus Deutschland, doch habe ihre Mutter, eine Sängerin, nach der Flucht vor Hitler, Schubert, Schumann und Brahms nur noch in Hebräisch gesungen. Ich las, dass Poulenc 1944 Pierre Bernac, der gerade an Schuberts Winterreise arbeitete, kritisch schrieb, es werde demnächst eh keine Liederabende mehr geben, in denen Deutsch gesungen würde. Glücklicherweise ist es anders gekommen. Kunst und Politik, manche meinen, es habe nichts miteinander zu tun. Doch kann sich niemand der eigenen Herkunft und der gesellschaftlichen Verflechtung entziehen.
In welcher Weise Kunst für politische Propaganda ge- und missbraucht wird, soll nicht mein Thema sein. Doch denke ich an viele Lieder Schuberts, die ohne ihren politischen Hintergrund nicht wirklich verstanden werden können, zum Beispiel die Forelle. Von einem weltweiten Publikum wird dieses Stück mit Lust gehört. Doch wenige im Publikum und oft auch die Ausführenden denken daran, dass Schuberts Gedicht den Traum eines Gefangenen schildert, der sich in schwerer Haft auf dem Hohen Asberg bei Stuttgart seiner intriganten Verhaftung in der Nähe von Ulm erinnert und verarbeitet. Man darf sicher sein, dass die letzte und von Schubert nicht vertonte Strophe des Gedichts dem Ganzen nicht, wie oft angenommen, eine erotische Wendung gibt, sondern vor der Zensur schützen sollte. Erschienen ist das Gedicht in einem Band, der unter dem Titel Gedichte aus dem Kerker 1785 von Schuberts Sohn herausgegeben wurde. Die Forelle, dieses vergnügte Stück, ist eigentlich eine blutige Geschichte. Aus meiner Kindheit erinnere ich, wie meine Eltern auf Auslandsreisen überaus zurückhaltend auftraten und immer wieder das Gespräch mit den Einheimischen suchten. Als deutscher Pianist in London oder Amsterdam spürte ich oft, dass ich in der Begegnung mit Einheimischen in besonderer Weise beobachtet und eingeschätzt wurde. Spät erst begriff ich, mit wie vielen Menschen ich es zu tun hatte, deren jüdische Familien unter den Deutschen schwer gelitten hatten. Nach einem Liederabend im Amsterdamer Konzertgebau kam eine ältere Dame, begeistert und bewegt vom eben gehörten Konzert, und schenkte Dietrich Fischer-Dieskau ein silbernes Lorbeerkränzchen. Daran hatte sie einen kleinen Zettel befestigt und mit der Hand geschrieben: dem geliebten Feind. Zu Kindern spricht Musik immer. Sie erleben alte wie neue Musik, Rameau und Mozart, Stravinsky wie Jörg Wittmann, ganz ohne Vorurteile reagieren auf das, was ihnen Spaß macht und was sie gerne hören. Die Bildung unserer Kinder ist die größte Chance für die Zukunft unserer Welt. Schon das junge Ohr lernt zu ordnen, kann hören, Strukturen und Klangfarben erkennen. Auch in Naturgeräuschen findet solch geschulter Verstand Muster, erkennt Veränderungen wie Wiederholungen, erlebt eine sprechende Natur wie ein vorkünstlerisches Ereignis, Urmusik. Im wachen Erleben all dieser lebendigen Klänge und im Bewusstsein für die uns tragende Kultur wachsen Persönlichkeiten, die die Zukunft unserer Welt bestimmen. Personare. Das klangliche Durchdringen unserer Welt schafft lebendigen Geist und begründet Personalität. Der Schlüssel hierzu ist umfassende Bildung von klein auf, eine Erziehung, die die Sinne schärft, die das Denken strukturiert und den ganzen Menschen betrifft. Musik selbst machen und verstehend erleben ist hierbei unverzichtbar. Zwei Menschen gleichzeitig zuzuhören und beide wirklich zu verstehen, ist im Alltag kaum zu machen. Doch in guter Musik ist dies Normalität, nicht nur im Lied mit seiner Spannung zwischen Gesang und Klaviersatz. Der Musikverständige hört jeden Part für sich und erlebt zugleich, wie die Stimmen und Klänge miteinander in Beziehung treten. In allen Kulturen der Welt spielt Musik in sozialen, religiösen und auch medizinischen Belangen eine herausragende Rolle. Das Fehlen von musikalischer Bildung verhindert emotionale und intellektuelle Reifung. Musik ist der stärkste Reiz für neuronale Umstrukturierung, den wir kennen, sagt der Musikphysiologe und Neurologe Eckhard Altenmüller von der Hochschule für Musik und Theater Hannover. Aktives Musizieren macht klüger und sozial kompetenter, passive Berieselung stumpft ab. Was Stille bedeutet, lernte ich in dunklen Winternächten auf meiner finnischen Insel Kivisaari. Stille kann beruhigen, aber auch lähmen. Sie kann den Atem weiten, aber auch Atem nehmen.
Klang wächst aus solcher Stille, gibt der Zeit Schwingung, rührt an. Man hört das eigene Herz, den eigenen Schritt, die Bewegung des Windes, den geräuschlos fallenden Schnee, die tief singenden Töne des nächtens zerspringenden Eises über dem See nach einem wintersonnigen Tag. Als Musiker kenne ich die Angst vor dem ersten Ton, das Schweigen brechen. Es ist dies das innerste Anliegen jeder Kunst. Mit René Fleming auf Reisen. Gestern in Seoul Temperaturen wenig über Null und ein kalter Wind. Heute Abend ein Buffet außen bei 34 Grad Celsius mit Blick auf den Fluss der Könige, die weiche, feuchte Nachtluft auf der Haut. Ich genieße das Lichterspiel, das herrliche Essen, verfolge die laternengeschmückten Boote mit ihren doppelt geschwungenen, holzgeschnitzten Dächern. Ab und zu gleiten dunkle Frachter wie Totenboote vorbei. Räucherwerk mischt sich mit Grillgerüchen. The Oriental Hotel in Bangkok, wo viele große Schriftsteller wohnten und schrieben, ist ein unvergessliches Erlebnis. Die Menschen Thailands berühren durch eine ungeahnte Freundlichkeit, wenden sich dem anderen im Augenblick der Ansprache gänzlich zu und bewahren doch sich selbst. Manche Männer kennzeichnet beinahe weibliche Schönheit. Das Lächeln der Frauen lässt mich an Hölderlin und Eisler denken. An Feiertagen gehen die braunen Frauen daselbst auf seidenen Boden. Im Reisegepäck habe ich Schubert und Brahms, ich soll rastlose Liebe in einer durch die Lust der Sextouristen verrufenen Weltgegend spielen und auch von ewiger Liebe. Dieses Lied über den geschwätzigen Jüngling, dessen tönenden Worten die Herzenssicherheit des Mädchens so gelassen entgegensteht, von Brahms im schönsten, wiegenden Klang gefasst. Soll deutsches Gefühl in Asien zum Klingen bringen, will damit verstanden werden. Ich empfinde mein Hiersein grotesk und bin dennoch hochgehoben vom Leben ringsum und vor allem neugierig auf das Konzertpublikum. Luxus und musikalisches Event, Schönheit, Mode, Reichtum und Genuss gehören oft zusammen. Hierfür finden sich viele Orte rings um den Erdball. Dabei verlieren sich die Gegensätze von E und U, alle erfolgreiche Musik wird Pop und das Gespür für Musik, der Brüche und Gegensätze einkomponiert sind, verliert sich. Mozarts Pausen, die oftmals Zeit schwebend stillstehen lassen, Schuberts Anfänge, die immer wieder schon Schlüsse sind, die Versuche von Brahms, eine Musik fortzuschreiben, deren Grammatik zerbricht, Schönbergs Versuch, Musik als Sprache neu zu begründen, um wieder musikalisch reden zu können, hoffend verstanden zu werden. Das Wissen darum geht in der allgemeinen und allgegenwärtigen Tonkulisse unserer Tage verloren, zieht sich zurück in die persönliche Verantwortung des Künstlers. Wellness durchzieht alle Lebensbereiche. Nicht die Notleidenden der Nachkriegszeit, nicht gegen Unterdrückung ansingende Menschen im Baltikum, nicht die jüdischen Häftlinge von Theresienstadt, die angesichts der Vernichtung darum kämpften, Giuseppe Verdis urkatholisches Requiem noch einmal zu verwirklichen. Der Chor musste für die drei Aufführungen jeweils neu besetzt werden, da die anderen bereits vergast waren. Heute sind wir, denen es gut geht, die gesellschaftlich tragende Schicht und bestimmen und verantworten die Entwicklung unserer kulturellen Ansprüche. Doch denke ich nicht so resignativ, übersehe dabei, dass es nur 200 oder 300, kaum 400 Jahre europäischen Musikschaffens sind, in denen entstand, was so leicht als selbstverständliches Weltkulturerbe betrachtet wird. Wer von uns Europäern versteht die Musik am thailändischen Königshof oder hat sich mit den vielfältigen Formen der Grammatik arabischer Klänge beschäftigt? Wie lange ist es her, dass Friedrich Rückert den Koran übersetzte, Goethe, Hafiz eine deutsche Stimme gab? Hört man nicht, Weltmusik sei unsere Zukunft? Neugier auf Unvertrautes, sei es in der eigenen Tradition oder aus fremden Ländern, Begeisterung für die unendliche Vielfalt der Erscheinungen, die Bereitschaft,
sich Zeit zu nehmen und sich hörend und sehend auf Kultur einzulassen, die Unterschiede zu erkennen und durch Bewahren zu würdigen, ein nie endender Elan, unsere Welt besser lernen und verstehen zu wollen, Verstand wie Empfindung gleichermaßen wirken zu lassen. Dies alles sichert allein die kulturelle Vielfalt unserer Welt. René Fleming ist für mich die Künstlerin unserer sich wandelnden Zeit. Hochprofessionell in ihrer Kunst ist sie in wunderbarer Weise uneitel, arbeitet hart, ist wenig empfindlich, aufgeschlossen und immer kooperativ. Ihre Interviews lese ich mit Vergnügen, freue mich an ihren frischen, ungeschönten und eindeutigen Antworten. Auf dem Podium ist sie eine beständige und verlässliche Partnerin. Sie bezaubert durch den reinen Klang ihrer Stimme, ihre enorme Atembeherrschung, ihre ganz besondere Art, den Werken persönliche Farbe zu geben. Vor allem aber versteht sie es, jedes Publikum der Welt mit ihrem Gesang und ihrer Ausstrahlung für unsere Kunst zu gewinnen, mit ihrer persönlichen Hingabe Distanz gar nicht erst aufkommen zu lassen. In René Flemings Kunst verkörpert sich für mich die globalisierte Musikkultur. Manchem mag das als allzu bunte Mischung erscheinen. Doch wenn nach einem reichen Programm auf die Frage beim Signieren, was am besten gefallen habe, die Zugabe »Morgen« von Richard Strauss genannt wird, freue ich mich, wieder einer ist auf solch differenzierte Wortmusik aufmerksam geworden. Wäre wohl nicht gekommen, wenn dieses Lied als Werbeträger plakettiert worden wäre. Dabei brauchte ich einige Zeit, bis ich all dies akzeptieren konnte. In Australien war René nie zuvor gewesen, ein wandgroßes Plakat zeigte sie in glorioser Robe. Darüber stand nur »The World's Top-Selling Soprano«. Unten waren Kleinpreise und Vorverkaufsadressen vermerkt, nichts vom Programm. Am Abend vor dem ersten Konzert in Sydney waren wir beide zu einem Essen mit dem für die gesamte Tour verantwortlichen lokalen Manager und seiner charmanten Gattin eingeladen. Sydney, Adelaide, Melbourne, alles war ausverkauft. Man hatte gute Arbeit geleistet. Als René sich kurz entfernte, fragte der Manager mich, was denn morgen Abend auf dem Programm stünde. Ich konnte Antwort geben. Michael Storrs war der übergeordnete Manager, der uns als IMG-Vertreter auf der Reise begleitete. Wir hatten beide ein Vergnügen dabei, immer wieder humorvoll kritisch Marketing und Public Relations zu hinterfragen und zu diskutieren. Staunend über den großen Erfolg dieser Konzerte erkundigte ich mich einmal, wie er denn einen solchen Erfolg plane und begründe. Somehow Personality war seine Antwort. Ich konnte es nicht lassen, fragte weiter, wie er es denn mit einer Schubertschen Winterreise hielte. Er stutzte, dachte einen Moment nach. Dann kam seine Antwort, die ich bis heute nicht vergessen kann, die unsere Zeit gnadenlos wiedergibt, die so realistisch wie bitter ist. Da kämen ja nur 750 Leute, das würde IMG nie machen. Doch noch einmal zurück nach Bangkok. Ich musste mich dieser glücklichen Tage erinnernd oft denken, wie ignorant, vielleicht auch arrogant wir in Europa sind, uns allzu leicht als Wiege der Kultur selbst schmeicheln, den Rest der Welt weit wegdenken. Auf dem Flug von Seoul nach Thailand schaute ich hinunter auf die Wälder und Felder Vietnams, fragte mich erneut, welcher Krieg hier einst geführt wurde, erinnerte die Fotos von brennenden Menschen. Bis heute sterben Menschen an Bomben, die von amerikanischen Piloten vor der Landung über Laos entsorgt wurden, ohne dass die Weltöffentlichkeit es wahrnimmt. Welch große Kulturen sind in dieser Weltgegend zu bewundern? Vietnam, Kambodscha, Laos, Thailand. Welcher Reichtum an Motiven, Farben und Formen kann hier entdeckt und hinterfragt werden? Wir trafen hochgebildete Menschen, die von ihrem Land, den Kriegen mit Burma, den Auseinandersetzungen mit dem Abendland erzählten, die aber gerade auch den Westen kannten, oftmals in den USA oder England studiert hatten. Mit unserem Rezital anlässlich der Feierlichkeiten zu Ehren des 80. Geburtstages des thailändischen Königs eingeladen zu sein, war eine hohe Ehre.
Nach der königlichen Hymne, einem weichen, geschmeidigen Gesang zu Beginn des Konzertes, verneigten sich die 2000 Menschen zum königlichen Abgesandten hin, der in der Mitte des ersten Ranges in weißer Uniform stehend diesen Gruß entgegennahm. Dann aber hörten alle konzentriert und still Mozart, Schubert, Dvořák, Brahms, Korngold und Puccini zu. Niemand unterbrach die einzelnen Gruppen. Die schwebende Stille von »Du bist die Ruh« wurde zu einem berührenden Erlebnis, das mehr Applaus fand als manch virtuoses Stück. Am Ende dankte das Publikum mit Standing Ovations für einen Abend, der viele, auch uns, glücklich gemacht hatte. Und jetzt schlage ich vor, dass ihr drei Lieder singt und dann lese ich ein kurzes Schlusskapitel. Ja, Markt, danke. an einem Karussell. Und zwar mit einem Lied von Claude Debussy, Paysage Belge, Chevaux de Bois. Dann wird es Abend und Sie hören Night von George Crumb. Es wird wieder Morgen. Von Robert Schumann hören Sie den Jasminstrauch. Dann noch ein Stück von David, der Knoten. Tournez souvent et tournez toujours, tournez, tournez au son des voix.
Doch unser einer.
immer das Mikrofon da das anmachen, aber es funktioniert. Also ganz toll, ein ganz großes Bravo euch beiden. Ich finde es super, wie ihr unterwegs seid. Ganz, ganz toll, danke. Und vielleicht darf ich bei der Gelegenheit einfach im Namen von uns dreien, Herrn Dr. Renner und Frau Domino, danken, dass wir diesen Abend zusammen machen konnten. Danke. So, noch etwas zum Schluss. Ganz eigenartig berührt den Hörer, wenn Sänger, Sängerinnen vom Singen singen, wenn im Lied vom Lied die Rede ist, wenn die Stimme sich in der Stimme spiegelt, das Singen den Gesang bedenkt. Dass dies ein nicht endendes Thema ist, davon künden viele Gedichte und Lieder. Ach, nur in dem Feenland der Lieder lebt noch deine fabelhafte Spur, beantwortet sich und uns Friedrich Schiller seine Frage, schöne Welt, wo bist du? In der Kunst ist das Bild eines Besseren aufgehoben und Melancholie ist der Urgrund aller Kunst. Melancholie, heute ist uns allen vom Zeitgeist verordnet, die Welt cool zu finden, bei der großen Party nicht abseits zu stehen, beschwingt und heiter Nachdenklichkeit erst gar nicht aufkommen zu lassen. Alle sprechen von Entwicklung und Weiterentwicklung. Das heißt immer auch, dass etwas aus dem kulturell-gesellschaftlichen Bestand aufgegeben wird. Die Kunst aber bewahrt in ihren Bildern, Klängen und ihren Symbolen Vergangenheit und schenkt Entwürfe für die Zukunft. In der Kunst stirbt die Sehnsucht nie. Wie die Seele sich so selbst berührt, hat Schubert in einer vibrierenden Musik nach einem Gedicht von Seidel komponiert. Sehnsucht. Die Scheibe friert, der Wind ist rau, der nächtige Himmel rein und blau. Ich sitz in meinem Kämmerlein und schau ins reine Blau hinein. Mir fehlt etwas, das fühl ich gut, mir fehlt mein Lieb, das treue Blut. Und will ich in die Sterne sehen, muss stets das Aug mir übergehen. Mein Lieb, wo weilst du nur so fern, mein schöner Stern, mein Augenstern? Du weißt, dich lieb und brauch ich ja. Die Träne tritt mir wieder nah. Da quält ich mich so manchen Tag, weil mir kein Lied gelingen mag, weil's nimmer sich erzwingen lässt und frei hinsäuselt wie der West. Wie mild mich's wieder grad durchglüht, sieh nur, das ist ja schon ein Lied. Wenn mich mein Los vom Liebchen warf, dann fühl ich, dass ich singen darf. Dieses Lied wurde als letztes von Opus 105 an Schuberts Todestag veröffentlicht. Und das Singen hat wundersame Kraft. In der Kalevala, dem finnischen Nationalopus, werden die Feinde einfach in den Sumpf gesungen. Kunst ist immer ein Gespräch mit dem Werk, mit sich selbst, mit dem Publikum. Ein Lied von Johannes Brahms schildert dies in wunderbarer Weise. Viele Studierenden, die ich befragte, meinen, ohne weiteres zu überlegen, dies sei ein Frühlingslied. Doch dieses Gedicht von Klaus Groth zeigt in einprägsamer Weise, wie Kunst entsteht und wirkt. Wie Melodien zieht es mir leise durch den Sinn, wie Frühlingsblumen blüht es und schwebt wie Duft dahin. Doch kommt das Wort und fasst es, und führt es vor das Aug, wie Nebelgrau erblasst es und schwindet wie ein Hauch. Und dennoch ruht im Reime verborgen wohl ein Duft, den mild aus stillem Keime ein feuchtes Auge ruft. Melodien, Frühlingsblumen und Düfte
benenne die Inspiration, die Berührung durch Welt, aus der die Kreativität ihre Kraft gewinnt. In Reimen geformt und mit Druckerschwärze auf weißes Papier gebannt, erstarrt die Fantasie zur Grafik. Ein feuchtes Auge aber kann allein den Bann lösen, die Zeilen durch die eigene Empfindsamkeit wieder mit Leben füllen, erspüren, welche seelische Bewegtheit dieses Gedicht einmal entstehen ließ. So wird Kunst zeitlos, ist nie alt oder neu, sondern immer gegenwärtig im Erleben verständiger Menschen. Was sich im Gedicht schnell liest, findet bei Brahms besondere Beachtung. Dreimal wiederholt er in reicher harmonischer Modulation ein feuchtes Auge. Es ist für ihn das Wesentliche. Ich muss gestehen, ich habe es lange nicht bedacht. Doch wer genau liest, versteht plötzlich, dass dieses Auge nicht erst beim Lesen feucht wird, sondern dass die Träne früh schon die offene Seele zeigt. Solche Menschen, solch ein Publikum wünscht, ersehnt sich Brahms mit seiner Musik für die Kunst. Und dies gilt heute umso mehr, wo alles schon verloren scheint. Menschen, die sensibel genug sind, genau zu hören, genau zu lesen, die sich Zeit dafür nehmen, die bereit sind, sich anrühren zu lassen, die ohne Scheu ihre Empfindungen und ihr Verständnis von Welt spüren lassen, die bereit sind, andere in ihre Empfindung hineinzunehmen. So wird Musik zu einer Weltsprache, wie es Jemuddin Menuhin oft beschwor. Doch dies ist keine sentimentale Weltflucht, sondern ein Akt der Mitmenschlichkeit, des Miteinanderdenkens und Fühlens. Wir leben in einer kalten Zeit. Und? Rose Ausländers schlichte Verse und? Machen in wunderbarer Weise Hoffnung. Und Wiesen gibt es noch. Und Bäume und Sonnenuntergänge und Meer und Sterne und das Wort, das Lied und Menschen und danke Ihnen.